Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, was wäre, wenn StumbleGuys ab 18 Jahren wäre? Also, wir werden heute in diesem Video bestimmte Sachen zeigen, was ungefähr so wäre, wenn StumbleGuys ab 18 plus wäre. Lasst auf jeden Fall den Video Daumen nach oben da, Leute. Und kostenloses Like, kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, Leute. Und ich würde sagen, wir starten rein und let's go. Und zwar, Leute, wenn wir hier im Shop angelangt sind, haben wir hier immer so kostenlose Spins. Wenn das Game wirklich, sage ich mal, für 18 plus wäre, denke ich mal, würde hier nicht kostenlos stehen, sondern würde dort stehen, bist du dir sicher zu spinnen. Und zwar als schon so eine Warnung, ob du sicher bist zu spinnen. Wenn du dann hier anklickst zu spinnen, würden nicht so hier diesen ganz normalen Verlauf sein, wo dann irgendwie so ein zufälliger Skin oder irgendwie so eine zufällige Belohnung kommt. Da würde tatsächlich was ganz, ganz Schlimmes kommen, Leute. Da würden eher so Horror-Skins kommen oder irgendwie so Effekte mit richtig gruseligen Sachen, was wirklich nicht für Kinder geeignet ist. Also würde es schon wirklich für 18-Jährige sein oder 18 plus, weil wenn sowas kommt, glaube ich, erschreckt man sich schon. Also das würde schon sehr, sehr spooky aussehen. Und genau. Die zweite Sache, Leute, wäre, würden die Skins hier bei den Angeboten nicht 55 Juwelen stehen, da würde meinen Augen 55 nicht stehen, da würden mehr, das würde mehr kosten, weil ich denke, dass Erwachsene mehr Geld haben als Kinder. Von dem her denke ich, dass statt 55 75 stehen würde, statt 90 110 und statt 35 Points 55 Points. Also das würde sich ein bisschen verdoppeln. Und Leute, da würden nicht diese normalen Skins sein, da würden Horror-Skins sein von irgendwelchen Horrorfiguren. Also das wäre echt nicht so schön anzusehen. Also das wäre echt ein bisschen spooky, muss ich sagen. Und bei dem Frozen-Glücksrad, hier, was hier ganz normal steht, denke ich, wird hier auch nicht 90 stehen. Da wird auch 110 stehen und da wird auch ein gruseliger Spin dahinter stecken. Also Leute, das wird echt, glaube ich, sehr, sehr spooky sein, wenn wir hier spinnen würden. Also da würden ganz, ganz verrückte Sachen kommen. Und ich glaube, da kann man auch eventuell als Kind traumatisiert werden. Also spielt Spiele, die wirklich in ab eurem Alter erlaubt sind, Leute, weil es kann natürlich auch Schäden dann verursachen, wenn ihr Spiele spielt, worauf ihr nicht den Alter habt. Leute, die nächste Sache ist auf jeden Fall, beim Stumble Pass würde hier nicht Stumble Pass stehen, sondern Horror Pass. Und bei dem Horror Pass, dann könnt ihr euch schon, glaube ich, vorstellen, was passiert. Da wären hier nicht diese ganzen Angebote hier, wie der epische Luchador oder zufälliger Skin oder 10 Points. Da würden, glaube ich, ein paar andere Sachen sein, die nicht so für Kinder geeignet sind. Ich glaube, da würden dann auch so sehr, sehr gruselige Sachen sein. Horror-Skins. Ihr könnt euch das so vorstellen, Leute. Und der Stumble Pass würde nicht so kinderfreundlich ausschauen. Ich glaube, der würde so benebelt ausschauen. Und so dunkel. Und irgendwie so Bluteffekte. Und ihr könnt euch schon vorstellen, Leute. Auf jeden Fall, was hier so sein könnte. Und hier bei der 30. Stufe bekomme ich immer so ein Special Emote. Bei den Horror Pass, Leute, sagen wir mal für 18 plus, wäre hier kein Special Emote, sondern ein Messer. Bevor dieses Video weitergeht, Leute, ich wollte mich nochmal sehr, sehr kurz bedanken für euren Support, Leute. Wir haben echt ganz viele Abos in den letzten Tagen plus gemacht. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr auch alle hier ein Abo lassen würdet, Leute. Und diesem Video ein kostenloses Like, dass ich sehe, dass ihr diese Videos feiert, Leute. Und jetzt würde ich sagen, es geht weiter mit dem Video. Let's go. So, Leute, wenn wir in der Skin-Auswahl sind, dann würde das Ganze nicht so aussehen. Dann würde das Ganze ein bisschen mit diesen Horrorvögeln aussehen. Zack. Also da würden echt ganz, ganz viele nicht so schöne Skins am Start sein. Da würden ein bisschen spooky Skins am Start sein, Leute. Und die Stufen gibt es nicht selten episch legendär, sondern da würden auch Stufen sein wie selten episch legendär, nur in einem anderen Namen. Und zwar, ihr könnt euch schon vorstellen, Leute, Horror, Horror und Horror. Also da wird alles mit Horror stehen, Leute. Und bei dem Special Skin Horror Plus, also da würden echt ganz, ganz ekelhafte Skins sein. Also ich kann mir das jetzt, ich kann euch das nicht sagen, Leute, aber das wäre echt sehr, 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 sehr schlimm, würde ich sagen. Und zwar, die Skins würden auch sehr, sehr schlimm aussehen, Leute. Und das wäre jetzt echt nicht so lecker, würde ich sagen, zum Spielen.
Und bei den Emotes, Leute, wie gesagt, da würden nicht diese lachenden Emotes sein, da würden ganz, ganz schlimme Emotes sein. Ganz, ganz spooky und nicht erfreut. Da würden so Killer-Clowns sein. Hier, wie gesagt, ein Messer, ein Hammer oder was weiß ich. Hier keine Tänze, da würden so spooky Tänze sein, die echt nicht für Kinder sind. Also das würde schon ein Spiel sein für 18 plus. Und das wären echt ganz, ganz schlimme Skins, Leute, und Emotes. Leute, die nächste Sache ist auf jeden Fall, da würde nicht bei Gruppe, also wenn wir eine Gruppe beitreten, würde nicht ganz normal stehen, Gruppe erstellen oder Gruppe beitreten, da würde stehen, Horrorgruppe erstellen oder Horrorgruppe beitreten, und da würden wir einen ganz, ganz weirden Roomcode immer bekommen. Und genau, das würde auch sehr, sehr nicht so nice aussehen, also das würde schon so heißen, denke ich mal. Und Leute, wenn wir dann eine Runde starten, steht der Horrorrunde wird gestartet, es wird geladen und dann würden da ganz, ganz weirde Maps kommen, die hier wirklich mit Blut, mit Fledermäusen, mit Höhlen, mit schwarzen Sachen, also mit ganz, ganz dunklen Effekten sein, also nicht so kinderfreundlich, das würde echt sehr, sehr dunkel aussehen, da würde zum Beispiel hier Blut so sein, überall. Und die Skins würden auch ganz, ganz spooky aussehen. Und hier unten wäre alles mit Feuer hier. Hier unten ist kein Himmel, sondern alles mit Feuer. Und mit Lava und alles mit... Leute, ihr könnt euch das ungefähr schon so vorstellen. Und genau hier würde stehen, nicht qualifiziert, sondern Horrorstufe erreicht. Dass wir dann ins nächste Level kommen. Also das wäre echt sehr, sehr spooky, Leute. Also, genau. Und wenn da steht eliminiert, steht da... Du bist tot mit so einem Messer und Blut. Genau, Leute, also das waren jetzt so ein paar Beispiele ungefähr, wie StumbleGuys für 18 plus aussehen würde, Leute. Also das würde nicht dieses normale StumbleGuys sein, das würde schon ein bisschen ein StumbleGuys sein mit ein bisschen anderen Sachen, mit ein bisschen schlimmeren anderen Sachen, Leute. Und zwar würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Spielt nur Spiele, die für euren Alter erlaubt sind. Würde ich euch sehr, sehr raten, Leute. Und ich würde sagen, haut rein, bleibt gesund, Leute. Und wir sehen uns. Und ciao, ciao, Leute.